Herzlich willkommen zu Husten. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Gelb Edition. Wir haben es letztes Mal schwer getan, einen Safcon zu fangen und haben ein Pontimus dazu geholt. Jetzt werde ich nach Azuria City fliegen und ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht verguckt, mir ein Ibitak und ein Nidorina fangen. Mal ganz kurz nachschauen. Gebiet. Ne, nicht verguckt, alles soweit in Ordnung. Denn ich laufe gerade falsch. Derp. Denn wieso nicht? Nein, wir haben diese noch nicht. Ganz einfach. Und ich versuche so Pokédex chronologisch Hallo, ihr da, die ihr das Haus bis zum Ende nicht mehr reparieren werdet. Dieses Blau ist ja auch extrem auffällig. So, dann haben wir hier unser Busch, den Sandan zerstören wird. Go, Sandan! Guck mal, du bist sogar noch nutzloser als ein Sandan. Wo ging der Weg genau entlang? Da lang. Müsste ich besiegt haben. An dem müsste ich auch schon vorbeigegangen sein. Das Mädchen da unten müsste ich auch gemacht haben. Bin ich jetzt hier richtig? Ich bin sogar schon zu weit. Juhu. Warte mal. Was? Ich bin zu... Wo müsste ich denn dann lang? Da hoch. Karte. Hier bin ich richtig. Gut. Hier irgendwo in diesem Abschnitt. Was bist du denn? Route 9 Azuria City Felstunnel. Das heißt, hier müsste irgendwo... Da ist das Gras, was ich suche. Wie komme ich da hin? Da hoch. Wie komme ich da hoch? Dazu muss ich hier lang an dir vorbei oder über dich drüber und dann hinter dich. Genau. Hier müsste ein Nidorina und ein Ibitak sein. Da habe ich schon mal Nidorina. Nidoran weiblich. Mist! Ich und mein Namensgedächtnis. Versuchen wir es mal einfach mit einem Pokéball. Dann werden wir im Endeffekt 32 Pokémon haben und brauchen nur noch 18 weitere. Ich guck mal wieder nicht hin. Okay, wenn ihr zu viel ich krieg euch einfach auch nicht klein. Ich würde euch direkt umbringen. Das ist nicht so ganz toll. Das wäre eher destruktiv. 1, 2. Ah. Und Doppelkick. Nein, tu mir nicht weh. So. On camera jetzt. Supertrank doch nicht. I. Warte mal, Fahrradkarte so. Habe ich keine Bälle mehr? Doch, da super. Ich wollte doch gerade schon sagen. Wäre so ein bisschen an die Decke gegangen, wenn das jetzt nicht funktioniert hätte. Gut, wir haben Nidoran weiblich gefangen. Wenn wir Mondschein haben, können wir es sogar weiterentwickeln. Nein, wir möchten ihm keinen Spitznamen geben. So, dann holen wir uns hier noch unser Ibitak ab. Nein, du bist ein Nidoran männlich. Dich habe ich aber schon. Das heißt, wir können jetzt vor dir einmal fliehen. Habe ich gerade bei mir wieder Sauwetter? Regnet es wieder bei mir? Oh. Ja, ich quatsche auch über solche Sachen wie das Wetter. Ah, jetzt komm nochmal bitte, Ibitak. Du bist doch hier auch. Mit welcher Wahrscheinlichkeit kann ich aber nicht sagen. Derp. Unterbrich mich halt. Ein Radfratz habe ich bereits, da war ich enttäuscht, dass ich nicht zerschneiden lernen konnte. Du warst doch hier, Ibitak. Ja, Ibitak. Gebiet? Jo. Ja, Rettern Arbok bekommen wir nicht. Raichu bekommen wir so auch nicht. Sandamer könnten wir trainieren.
Nidoran weiblich, Nidorina Fetus. Uns fehlt sowohl Nidorina als auch. Oh. Ah, Nidorina gibt's hier auch. Beide gibt's hier. Ah. Now I see. Na komm. Na komm, Nidorina oder Ibitak. Beiden wäre ich jetzt zufrieden. So, oder Ratzfratz. Jo. Ja, so werden jetzt die nächsten Folgen aussehen. Einfach ein paar Pokémon erfahren, damit ich zum blöden EP-Teil endlich mehr habe. Damit ich Swordy nicht unbedingt wirklich mit trainieren brauche, denn das wäre zu viel Arbeit. Das hätte ich keinen Bock drauf. Liegt nicht an mir, liegt an Swordy. Swordy ist einfach nur. So. Nein, Swordy, du bist nicht OP. Nein. Du wirst auch nicht zu einem Simsala. Nicht solange ich nicht mit jemandem tauschen kann. Nidoran weiblich braucht. Ja. Das kann sich jetzt wirklich ein bisschen ziehen und ich werde nicht vorspulen. Zumindest jetzt noch nicht, denn das werden vier Parts, die ich gerade aufnehme. Und zwar für die nächste Woche. Für Montag, Mittwoch, Freitag, Sonntag. Da kann ich jetzt, da ich momentan ein bisschen am Zeitmangel haben bin, kann ich keine extra Längenparts aufnehmen, die ich dann vorspulen werde. So. Also Speed-Up drin reinhauen werde. Du verstehst? Ah, das ist das Ibitak, was ich suche. Ahaha. Oh, der Sprite ist gar nicht mehr so schlecht. Ich finde ihn majestätisch schön. Höchstwahrscheinlich gehen mir aber noch die Superbälle aus. Nein, bitte. Habe ich nicht irgendwas? Warte. Go, Pikachu! Mit Donnerwelle. Jetzt wird mit Donnerwelle gearbeitet. Denn dann erhöht sich der Fangwert. Und mein Internet denkt sich gerade. Oh, das hat aber heute immer so ein paar. Ja, komm. Dreimal getroffen. So, jetzt kommt der Superball. Du bist paralysiert. Und schwächen kann ich dich nicht, denn ansonsten bist du tot. Ibitak wurde gefangen. Woo! Für Ibitak wird der neue Eintrag im Pokédex angelegt. Lern die Reihenfolge. Ibitak, Pickvogel, Größe 1,20 Meter, Gewicht 38 Kilogramm. Dieses Pokémon gehört einer sehr alten Spezies an. Wittert es Gefahr, so fliegt es sofort davon. Ibitak, nein. So. Weiter geht's durchs hohe Gras, denn ich brauche noch Nidorina. Ich hätte mal nachschauen sollen, welche Wahrscheinlichkeit es gibt, dass ich Nidorina hier bekomme. Hm. Egal. Ah, du bist Nidoran weiblich. Ich will aber Nidorina. Komm schon. Go, 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 go. Ich zähle auf dich, Spiel. Ich glaube, ich müsste sogar noch einen Felsstrahl in mir eins finden. Ein Habitat, süß. Das habe ich aber schon. Dich habe ich bereits. Wenn jetzt nicht, dann beiß ich mir den allerwertesten. Kokuno, Bibotag, ja, gut, habe ich. Ja. Nidorina, und dann bräuchte ich noch Mondstein. Ich guck mal ganz kurz, wo bekomme ich denn ein. Oh, Vulpix bekommt man gar nicht hier. Und Pummeluff? Okay. Okay, okay, okay. Warte. Pikachu, jetzt einmal nach vorne, einfach weil Pikachu. Genau, mit B. Pikachu. Kenne ich eigentlich gar nicht, den Typen. Aber ich mache jetzt einfach mal Werbung für den. Obwohl der mehr Abonnenten hat als ich. Woo! Meine Stimme will wieder nicht. Ich diva ich. Ja. Fluchten wir. Und direkt im nächsten Kampf. Nidorina, komm schon. Ich werde nicht vorspulen. Nein.
Ich brauche die Parts jetzt momentan. Ich möchte euch ja über die Woche lang unterhalten. Und die restlichen 3 Tage, die jetzt noch nicht sind, also Dienstag, Donnerstag, Samstag, bekommt ihr Minecraft. So. Muss ich nämlich gleich auch nochmal aufnehmen, deswegen. Das sind jetzt 1 Stunde 45, die ich dann aufgenommen habe. Plus das Rendern, was ja auch noch eine gefühlte Ewigkeit dauert, also beschwert euch nicht, ihr Banausen! Da, 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 da. Die Wahrscheinlichkeit ist jetzt wahrscheinlich total minimal, dass ich auf Nidorina treffe. Egal, ich versuch's trotzdem. So. Aber die Musik ist ein Ohrwurm. Die Musik ist echt schön. Muss ich ganz ehrlich sagen, die gefällt mir. Na komm schon. Put, 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 put. Nidorina, komm. Ja, komm, Nidorina. Komm, 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 komm. Blödes Ratzfratz. Das meine ich eigentlich, sieht, dass die, wie die Pokémon aussieht. Okay. Das, wenn man das hier genau betrachtet, sieht das ein bisschen komisch aus. Dem Gras und mir innen drin. Denn ich liege so gesehen unterm Gras. So halb. Aber das ist etwas, das kann, darf man so unbedingt nicht bemängeln. Also, wie ihr seht, ich habe Gras im Gesicht und darunter frei und dann unter meinen Füßen. So gesehen laufe ich unterm Gras her. Aber das ist nur die alte Technik. Da ging das noch nicht so ganz gut. Na komm schon. Ja komm schon. Komm, 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 komm. Give me, Nidorina. Ich weiß den englischen Namen gerade nicht. Hallo Ibitak. Du hast anscheinend eine höhere Chance aufzutauchen als Nidorina. Ich habe auch noch keine Nidoqueen gesehen. Zumindest nicht, wenn ich meinem Pokédex Glauben schenken darf. So wunderbar. So wunderbar. Ich kriege einen Rappel. Komm her, Nidorina. Du willst es doch auch. Wee, 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 Disco. Wee, 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 wee. Also wenn nach diesem Part... Ist, ah, da ist mein Nidorina. Und es ist 18. Und krieg eine Donnerwelle an den Kopf. Sodass ich es besser fangen kann. Superball! Wenn ich 50 Pokémon gefangen habe, das wären dann ja schon. Oh. Ich weiß. Ich habe kein Pokémon, was ihm Schaden machen könnte, ohne es umzubringen. Ah, das wird jetzt eine Tortur, das kann ich mir sagen. Ich werde brüllen, wenn ich keine Bälle mehr habe, gleich. Ich setze dann einfach ein Safe State. Da kann es mir egal sein. Weil, wenn es nicht will. Ah, danke. Pff, ah. Gefangen. Und ein neuer Eintrag im Pokédex wird für Nidorina angelegt. Nidorina, Giftdorn, Größe 0,8 Meter, Gewicht 20 Kilogramm. Während dieses Pokémon schläft, bewegen sich die Stacheln auf dem Rücken mit jedem Atemzug. Möchtest du Nidorina einen Spitznamen geben? Nein. Nidorina wurde auf PC übertragen. Ich hoffe, das Let's Play hat euch soweit gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Pokémon Gelbe Edition. Bis dahin und tschö tschö.